Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von New World. Ja, wir sind jetzt hier gerade an der Krone des Lichts. Und wir sind noch nicht ganz da, wo wir eigentlich hin sollen. Wir sollen noch ein bisschen hier weiter lang. Das machen wir natürlich und dann sollen wir hier zwei Quests erfüllen. Die sind auch unserer Stufe entsprechend mittlerweile hier in Lichtfels. In der Region. Und ich bin mal gespannt, ob es danach dann erstmal Ende ist und wir uns dann auf die anderen Regionen nochmal konzentrieren können oder ob es dann doch nochmal eine weitere Quest gibt. Das sehen wir aber dann. Ein bisschen Stress machen hier. Zack, zack, zack ab. Und Wächterwappen haben wir schon gesammelt. Das lief doch schon mal ganz gut. Achso, der hat hier nur den Hasen getötet. So, Wächterwappen, wie viele brauchen wir? 8 Stück. Und wieder eine Vorratskiste. Wieder ein paar Wächterwappen. Ah ja, man kann hier wieder hochklettern. Ich glaube, ein Wächterwappen brauchen wir noch. Dann haben wir den einen Teil der Quest hier schon mal erledigt. Und die anderen beiden Quests sind Töte Leuchtfeuer Zuchtmeister und Leuchtfeuer Regent. Sie sollen sich auch hier irgendwo befinden. Wahrscheinlich müssen wir da erstmal hin. Ja, wir schließen uns hier den anderen Spielern mal an. Gar nicht schaden. Lass mich nicht allein. Also im Gegensatz zu dem machen wir echt wenig Schaden. Vielleicht sollten wir uns mal im Auktionshaus umgucken nach einer neuen Waffe. Ich meine, der letzte Kauf ist auch schon lange her. Und wir haben ein Kristallprisma eingesammelt. Das scheinen wir wohl auch zu brauchen. Läufst du denn jetzt hier lang? Geheimweg oder was? Gehen wir doch mal hinterher. Ah. Der kennt hier die Spots scheinbar schon. Nice, nice. Ja, da gehe ich jetzt nicht runter. Ich glaube, wir müssen weiter hier hoch. Ich mir schon vorstellen, denn wir müssen hier die beiden Zuchtmeister und Regent noch töten. Und ihr seht schon, wenn wir alleine sind, braucht es natürlich ein bisschen länger. Aber auch nicht weiter schlimm. Wir haben Zeit. Hier haben wir zwei Gegner. Ja, die haben das natürlich auf uns abgesehen jetzt. Und vermutlich müssen wir da rein. Deswegen will ich die jetzt hier erstmal natürlich außer Kraft setzen, die beiden.
So, da vorne ist, glaube ich, der Regent. Siehst du wohl. Okay. Der wird ein bisschen härter, habe ich das Gefühl. So, wir essen mal was für den Buff. Und dann komm mal her, lieber Regent. Ja, kriegen wir ganz gut hin. Ah, Timing ist ja das A und O. So, und da liegt der erste auch schon. Wir noch mal das Vorratslager plündern. Und die Frage ist aber, wo ist der andere, der Zuchtmeister? Der ist genau hier. Okay, keine anderen Gegner? Dann wollen wir mal. Ja, natürlich verfehlt. Ich hab schon mal gesagt, dass ich das hasse, wenn die ein Schild tragen, ey. Der haut rein. Ein Heiltrank zwischendurch nehmen hier. So, gleich hat er aber keine Ausdauer mehr. Dann machen wir auch Schaden. Das ist erst immer so weit kommen muss, Leute. Ausdauer hat sich aber schnell wieder regeneriert hier für ihn. Wir müssen aufpassen, dass er uns nicht mit seiner heftigen Attacke trifft. Und da liegt er auch schon. So, ich glaube, wir haben ja alles erledigt. Und wir können zurück nach Erstes Licht. Jetzt versuchen wir mal den Regenten da unten zu umgehen. Den Kampf müssen wir nicht unbedingt nochmal haben. So, und hier laufen wir jetzt mal durch. AFK gerade. Ah, den hätte ich jetzt nicht sterben lassen hier. Ein bisschen mithelfen. Okay. So, vielleicht können wir hier ein bisschen über die Berge runter. Dann finden wir eventuell auch noch das eine oder andere Eisen. Da oben scheint irgendwas zu sein. Können wir da nochmal hoch? Wird zumindest angezeigt. Ne, ist wohl nur ein Anzeigefehler. Schade, schade. Tja, das mit dem Eisen ist so eine Sache, ne? Wie das hier runter geht. Ah, da unten ist Eisen. Wir wagen das einfach mal. Tod ist mutig. Alles für den Eisen. Alles für den Club. Sehr schön. Das andere ist wahrscheinlich hier, genau. Und ansonsten sehe ich hier erstmal nichts. Aber vielleicht haben wir nochmal Glück. Und da, wo wir gerade runterspringen, ist nochmal ein bisschen Eisen.
Heulende Fälle. Landmarke kartiert, Stufe 6. Hier vorne haben wir nochmal Eisen. Wird zumindest angezeigt. Ja, sehr schön. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. So, hier war noch was. Also die Werkzeuge, die wir uns ja hergestellt haben, die nutzen auf jeden Fall auch weniger ab. Also nicht ganz so schnell wie die ja, Grundwerkzeuge, sag ich mal. Das hat sich auf jeden Fall schon rentiert. So, 141 Eisenerz haben wir. Das ist auch nicht die Welt, aber vielleicht können wir damit schon mal ein bisschen was anfangen. Einmal durch den Dschungel hier bitte. So, da sehen wir schon die beiden Questabgeber. So weit ist es nicht mehr. Und hier ist die Stadt auch schon. Oh, hier liegt noch ein Tier rum. Ah, das nehmen wir mal kurz auseinander. Ein Takrell-Schwein. Wir können auch hier den Hintereingang nehmen. Sachel. So, steck mal deinen Stab weg hier. So, mal sehen, ob wir jetzt hier nochmal eine neue Quest bekommen. In Königsfels haben wir schon lange keine mehr bekommen. Da hat uns der Weg immer nur mal hingeführt für eine Questabgabe. Aber hier der Albert, Witches, da gehen wir jetzt mal die Quest ab und vielleicht hat er auch wieder was für uns. Auch ohne Zauberei weiß ich, du schaffst es. Kein Hindernis hält dich auf. So werden wir die Wände in kürzester Zeit befestigen und absichern. Dankeschön, Dankeschön. Wunderbar. Jo, der hat erstmal nichts mehr für uns. Schön. Und hier nochmal einmal ins Rathaus. Mal sehen, ob wir da nochmal was bekommen. Gut gemacht. Warst du in der alten Welt auch so heldenhaft? Oder zeigte sich diese Seite von dir erst auf Eternum? Du, so oder das so. Wissen wir gar ich nicht so genau. Bevor du fragst, ja, ich weiß sehr wohl von Magistratin Bonds Untersuchung. Ja, und beunruhigt dich das? Ja. Ich habe nichts zu verbergen, aber ich bereue vieles. Das Ende von Neihards Anker und unserer Allianz war so finster, dass ich die Wahrheit nicht erfahren wollte. Ja, es ist noch nicht zu spät. Ja, die Zeit ist wohl gekommen. Ich glaube, der Hauptmann von Kaufmanns Schanze hat etwas Ungeheuerliches angerichtet. Fange in Kaufmanns Schanze an und folge den Hinweisen. Was damals auch für Schrecken passiert sind, wir müssen uns ihnen stellen, um sie zu überwinden. Okay, wir haben eine Quest und wir haben hier noch einen im Dorf, die wir annehmen können. Und das ist noch nicht vorbei hier in der Region von Erstes Licht. Mal sehen, was wir hier bekommen. Ich zweifle ernsthaft an den Prioritäten der Aufseherin. Behalten wir das für uns. Wir müssen vorsichtig sein. Hast du etwas Neues herausgefunden? Habe ich. Behalte es für dich, aber ich habe mich mittlerweile etwas umgehört. Ich fürchte, das Wohl unserer Siedlung ist ernsthaft in Gefahr. Dann müssen wir etwas unternehmen. Mit den Forschungsergebnissen und dem Relikt aus Sarkor könnten wir wohl wirklich wegsegeln. Aber die Piraten von Kaufmanns Schanze bleiben ein Risiko. Wenn du ihre Kanonen sabotieren könntest, hätten wir einen sicheren Fluchtweg. So, und Kaufmanns Schanze ist hier hinten ganz. Ja, Leute, da würde ich mal sagen, nutzen wir mal die Schnellreise hier.
und dann machen wir die beiden Quests auch noch fertig. Wo ist denn die Hand hier verschwunden? Ah ja. So Leute, jetzt gucken wir mal, wo wir hier hin müssen. So, da scheint der Eingang zu sein. Der Weg führt uns wieder an einem Portal vorbei und ein Nest. Ah, da müssen wir mal gucken, dass wir da wieder ein bisschen aufpassen. So, am besten bleiben wir hier oben. Wenn wir zu weit runter gehen, haben wir nachher wieder das Gebirge vor uns, wo wir nicht hochkommen. Ich bin mal gespannt, wann New World hier Mounts einführen wird. Ich glaube schon, dass sich viele Leute darüber beklagen werden. Einfach wegen der ewigen Laufstrecken. So, hier haben wir schon das erste Gebirge wieder vor uns. Mal sehen, ob wir hier irgendwo hochkommen. Der klaut uns das Eisenerz hier weg. Wir wollen auch was abhaben. Alles weg, Leute. Hier ist noch eins. Tut mir leid, wir brauchen es auch. 50-50, du ein, ich ein. So, das scheint richtig auf der Suche zu sein. Und hier in der Ferne hören wir auch schon wieder jemanden Stein wegschlagen. Oder Eisenerz. Oh, was haben wir denn hier? Eine Hanfpflanze. Das scheint eine große zu sein hier. Ja, die braucht ein bisschen länger. Oder unser Sammeltempo ist nicht so gut hier in der Region. Aber eigentlich haben wir das immer mal ausgewählt, wenn wir Punkte zu vergeben hatten. Egal in welcher Region wir waren. Jetzt gucken wir, dass wir hier ein bisschen unbeschadet runterkommen. Gesundheit. Die sieht ja an wie so ein Nisa. So. Da sind wir. Und hier haben wir schon das Portal, auf das wir achten müssen. Vielleicht hier ein bisschen auf dem Weg bleiben. Es verdunkelt sich wieder. Ja, schöner Strand. Da hinten ist auch, ja, ich wollte fast sagen, eine Insel, aber es gehört doch zum Festland. So, haben wir hier die Landmark schon entdeckt? Weiß ich gar nicht so genau. Zumindest ist hier kein Fragezeichen angezeigt. So, und da sind wir auch gleich schon. Dann können wir weitermachen mit unseren Aufträgen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hinterher wieder nach Erstes Licht müssen, um die auch wieder abzugeben. So, und hier sind schon die ersten Kanonen, die wir sabotieren müssen, Leute. Da sitzt noch einer davor. Ja, den werden wir dann auch gleich bekämpfen. Aber ihr wisst Bescheid. Weiter geht's in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Bis dahin.